Wie ich euch schon gesagt habe, für mich persönlich ist das nie so wichtig, wenn ich jetzt Geburtstag habe, ein Jahr älter werde. Es ist mir eigentlich wichtig, wisst ihr, das ist so eine Sache, die wir Menschen in unserem Kopf haben. Das ist so eine psychologische Grenze, die wir uns setzen, so, oh, da bin ich geboren, jetzt bin ich ein Jahr älter. Und dann setzen wir uns manchmal solche guten Grundsätze oder dieses Jahr wird alles anders, jetzt bin ich hier ein Jahr älter. Letztendlich ist da auch nichts anderes passiert, als dass wir einen Zyklus nehmen, in dem sich die Erde um die Sonne dreht und sagen, hey, jetzt sind wir ein Jahr älter. Was hat sich direkt geändert? Was sind wir wirklich älter geworden oder nicht? Das hat für mich nichts mit älter werden zu tun oder sonst irgendwas. Für mich ist eigentlich viel mehr wichtig, habe ich mich in diesem Zeitraum verändert? Habe ich was dazugelernt? Habe ich meinem Liebsten eine schöne Zeit geben können? Das ist eher das, worauf ich achte. Habe ich mich verbessert? Habe ich mich auf irgendeine Art, und das muss nicht mal finanziell sein, und davon rede ich gar nicht. Als Mensch einfach, habe ich mir mal für mich selber Zeit genommen? Habe ich mich selber mal reflektiert? Diese Sachen sind mir eigentlich immer viel, viel wichtiger. Immer dann, wenn ich merke, hey, jetzt ist wieder ein Jahr rum, Leute sagen mir, du hast Geburtstag. Was mache ich dann? Dann überlege ich mir genau das. Habe ich mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise weiterentwickelt in diesem Jahr? Wenn nicht, warum nicht? Habe ich mir die Zeit nicht genommen dafür? Habe ich mich selber vernachlässigt? Das sind für mich eher die wichtigeren Sachen, weil letztendlich diese Uhr tickt und sie tickt. Für uns steht eine bestimmte Zeit fest und irgendwann kommt die Zeit, wo wir gehen werden. Und das ist gar nicht schlimm. Viele haben immer so ein Problem damit, dass sie sagen, oh nee, wir gehen jetzt. Das ist gar nicht schlimm, das ist der Zyklus des Lebens, das gehört dazu. Es ist eine schöne Sache, wenn man sich das eigentlich mal so betrachtet. Aber für mich ist es wichtig, am Ende zu sehen, habe ich irgendwas gemacht? Habe ich irgendwas gemacht, damit es auf irgendeine Art und Weise eine Steigerung zu sehen ist? Mich, dass ich mich selber entwickelt habe. Und dadurch, dass ich mich selber entwickle, diese Welt für andere auch zu einem schöneren Ort mache. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich sage jetzt nicht, dass es für dich auch wichtig sein soll. Nein, das sage ich nicht. Was ich sage, ist, dass man herausfinden sollte, was einem wichtig ist. Wo befindet ich mich gerade? Habe ich ein Ziel oder habe ich kein Ziel? Möchte ich einfach nur geistige Freiheit haben? Wie weit bin ich davon entfernt und was habe ich dafür getan? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man sich setzen sollte, denn sonst ist man ziellos unterwegs und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn man einfach ziellos herumschwirrt, dann gibt es nichts, worauf man hinarbeiten kann. Und dann fängt das Leben an, manchmal sinnlos zu wirken. Aber wenn man sich bestimmte Ziele setzt, und wie gesagt, müssen nicht nur finanzielle Ziele sein, auch geistige Ziele, dass man sagt, ich möchte mich selber kennenlernen, ich möchte wissen, warum ich so ticke, wie ich ticke. Was macht mich glücklich und wie kann ich darauf hinarbeiten? All solche Kleinigkeiten, die sind viel wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Und ich wünsche dir vom Herzen, dass du eventuell das als Anreiz nehmen könntest, ein bisschen darüber nachzudenken, vielleicht dich zurückzulehnen und wirklich zu schauen, was möchte ich eigentlich in diesem Leben? Was erfüllt mich? Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du in diese Richtung hinarbeiten kannst und genau das erreichst. Es war jetzt nicht nur ein Zitat, ging ein bisschen länger. Ihr wisst, wenn ihr mich zum Reden bringt, es ist schwer aufzuhören. Aber ich hoffe, das hat es so auf den Punkt gebracht, was ich immer gerne mit mir selber tue. Und hilft dir vielleicht oder gibt dir einen kleinen Anreiz, eventuell auch für dich das zu adaptieren. Ja, mein Lieber.